The Sports Show on Sportle HD, presented by Samsung Galaxy S5. Grüß euch miteinander, ganz herzlich willkommen zu der Sportshow. Mittwochabend ist natürlich Sportzeit. Und wenn wir schon den WM-Pokal hier haben, Gabriel, muss man sagen, die WM ist ein Beziehungskiller, ein bisschen, oder? Die Frauen, wenn ihr wieder mal möchtet reden mit uns Männern, dann macht es heute oder macht es morgen. Und ab dem Freitag sind wir wieder Herr der Fernbedienung. Ist ein bisschen Party und Beziehungskiller, findest du nicht? Und gestern war vor allem der Killer, das Spiel der Schweiz gegen Argentinien. Es ist ja der Tag, nachdem eben die Schweiz im Achtelfinale gegen Argentinien verloren hat. Apropos Party. Hast du nicht Jubiläum heute? Jubiläum? Ja? Hast du nicht ein persönliches Jubiläum heute? Ich habe Produktionstag heute, vor 31 Jahren genau. Bevor ich gratuliere, zeige dir mal, was empfehle ich Leute, die ihr Jubiläum schlecht haben vorbereitet. Wer sein Jubiläum schlecht organisiert hat, der bekommt keinen Besuch, einen schlechten DJ und kann sich seine Lieder selbst singen. Dagegen gibt es nur ein Erfolgsrezept: Champagner kaufen und Weiber einladen. Genau. Also beim Jubiläum darauf achten, lass die Korken knallen. Wer, du bist ein Champagner hier! Neben, wir haben natürlich auch noch ein Küchli, das unsere Ursula reinbringt. Happy Birthday to you! Danke, viel mal. Zarte 31 Jahre. Ich weiss gar nicht, wie es mit 31 bei mir ist. Das ist so lange her. Happy Birthday! Das ist bei dir eine ganze Dekade zurück. He? Jetzt kannst du ausblasen oder etwas wünschen. Also, auf die Sportshow. He? Grossartig. Ich habe als Kind immer so gerne. Schmeckt das so ein bisschen. Aber das ist meine, oder? Ausblasen. Nein, das du, dann ich sage euch noch, dass wir selbstverständlich Gäste haben heute. Und zwar fantastische Gäste. Wir haben den Christoph. Wir kennen ihn nur als Wuschel-Speicher. Lang hat er seine Knochen hergehabt für Clubs in der Schweiz, für Eintracht Frankfurt in Deutschland. Wir freuen uns extrem, dass er nach seinem Karriereende heute Abend wird bei uns sein. Ebenfalls bei uns in der Sportshow unser Fußballexperte Martin Andermatt. Ja, Sie sind da und sind natürlich beim Thema WM, beim Thema Fußball Experte. Wir schauen aber schon in der Presse schon ein bisschen drauf schauen, gell? Wir wollen mal schauen, was so in der weiten Welt. Und man muss sagen, am heutigen Tag sind sich alle Schweizer stolz, aber gleich ein bisschen traurig in den Armen gelegen. Und einen, ja, den haben wir in Rente geschickt. 20 Minuten hat titelt der würdevolle Abgang einer Trainerlegende. Mit dem WM-Achtelfinale gegen Argentinien endet auch die Karriere von Ottmar Hitzfeld. Ein Abgang in Würde nach 31 Jahren. Da kommt mir jetzt gerade in den Sinn. Der war so lange Trainer, wie es mich schon gibt. Genau, zu deiner Geburt ist er Trainer geworden. Was findest du würdevoll, ja? Ich finde schon, es ist ein schöner Abgang, den er so gestern hatte. Natürlich ein bitterer Abgang, aber ja, auf der WM bin ich abtreten bei einem Spiel, wo nach dem Spiel alle sagen, die Schweizer haben fantastisch gekämpft und gut gespielt. Das ist doch ein schöner Abgang. Der Gottmar wird genannt vom Blick und der Blick ein Schlagzeilen, wie man sich das ein bisschen wünscht vom Blick. Der erfolgreichste Nazi-Trainer tritt ab. Er hat einen ganz minim besseren Punkteschnitt, als es der Köbi Kuhn hatte. Ist darum der erfolgreichste Nazi-Trainer von der Geschichte. Trotz eben dieser Niederlage, die es gegen Argentinien gegeben hat. Und es sind ja sogar Titel gestanden, wie Messi schickt Hitzfeld in Rente. Aber wir haben uns einen anderen rausgepickt, und zwar aus Deutschland. Die Welt hat Folgendes geschrieben. Und zwar, Messi dankt dem Pfosten Gottes. Also nach der Hand Gottes jetzt so der Pfosten Gottes. Man weiß ja, bei den Argentinier muss man bei den Selfies immer ganz gut aufpassen, dass da im Hintergrund keine nackte Tatsache ist. Dass kein Flitzer ist. Genau. Aber wir bleiben gerade beim Religiösen. Wir bleiben zu Argentinien, mehr sagen wir nicht. Wir haben einen Tweet gefunden gestern Abend, respektive die Nacht vom Userin Sali zusammen. Könnte ein Basler sein, genau. Sali zusammen. Der Papst Franziskus ist von der Schweizer Garde verprügelt worden. 21, 22, genau. Und da haben wir noch einen, der ein bisschen zum Studieren und ein bisschen zum Nachdenken anregt. Und zwar haben wir einen Tweet von Harald Schmidt alias Rob Vegas. Was für ein Spiel! Laut unbestätigten Berichten brennt in einer Zelle der JVA Landesberg noch Licht! Eben, ja, Bärestätte, genau. Uli! Mobil ist ja, glaube ich, in der Krankabteilung. Das hat man für ihn gemischt. Das ist nicht gut.
hat ein bisschen... er ist überhaupt nicht krank, ist eingerückt und ist in der Krankenabteilung. Ist ein bisschen VIP-Behandlung. Das ist also das, was wir gefunden haben im Netz. Es hat noch, muss man sagen, es hat noch viel, viel mehr gegeben. Man hat das Gefühl, heute hat es fast nur Ottmar Gottmar gegeben. Hat es noch anderes Zeug gegeben? Es hat noch weiteres gegeben. Und weiter aus der Welt vom Sport, das schauen wir uns jetzt an. Einen ganz speziellen Maulkorb hat es nämlich für den Luis Suarez. Barcelona will nämlich den Uruguayaner nur mit einer sogenannten Bissklausel verpflichten. Im Fall einer Bissattacke könnte man den Suarez also sofort entlassen. Im Gegensatz zu Barca sucht und wünscht sich der SC Bern ein bisschen mehr Biss. Sie verpflichten den Kanadier Jacques Cobasel und zwar mit einer 10-jährigen NHL-Erfahrung soll er eben der Offensive mehr Biss verleihen. Der Magazinersitz will Xhaka im Doppelpack. Der Fulham-Coach Felix Magath will den Granit Xhaka unbedingt und lockt den Nazi-Spieler mit einer möglichen Wiedervereinigung mit seinem Bruder Tauland. Die Würfel dafür sind gefallen und die Kugeln die sind gezogen. Im Schweizer Cup trifft der FC Basel in der ersten Runde auf CS Italia Genève und der Titelverteidiger FC Zürich trifft auf den Zweitligist Schönbühl. Apropos schön. Frauentennis in Wimbledon. Simona Halep steht im Halbfinale. Genauso wie Katharine. Kanadierin Eugenine Bouchard. Sie gewinnt gegen die favorisierte deutsche Angelique Kerber in 2 Sätzen. Ja. Apropos Fulham. Magath hat wieder zugegriffen. Der Kai Fosser vom FC Basel wechselt auf die Insel zum FC Fulham, dass wir das noch vervollständigt hätten. Wenn du mit Tennis aufhörst, das Tagesgeschehen, würde ich sagen, Tennis ab sofort bei uns das Thema. Wimbledon ist im Gang. Der Stan Wawrinka hat im Schweizer Duell den ersten Satz gewonnen gegen Roger Federer. Souverän mit 6-3. Die nächsten beiden Sätze, die Sätze 2 und 3, hat Roger gewonnen. Jetzt führt er im dritten mit, respektive im vierten mit Break. 3-2. Zweite Woche in Wimbledon, da geht es langsam aber sicher eine Zeit gemacht. Und Wimbledon, das ist ein kleiner. Das ist ein kleiner Mythos, niemand weiss so recht, wie es dort aussieht, oder? Aber es ist wunderschön, oder? Man kennt einfach die Sachen wie der Knicks vor der Queen, wie das ausschließlich weiße Outfit auf dem Rasen. Ohne BH spielen, weil man keine weiße BH dabei hat. Gut, das ist relativ neu, aber es gibt noch ganz, ganz viel anderes. Sachen, die man eigentlich nicht unbedingt muss wissen muss. Und genau darum zeigen wir es euch. Unsere Top 5 von diesen Sachen aus Wimbledon, die ihr nicht wissen müsst. Habt ihr zum Beispiel gewusst, dass an jedem Turnier 28 Tonnen Erdbeere verkauft werden? Ganz wichtig, jedes Erdbeere muss zwischen 12 und 13 Gramm schwer sein. Fein. Der Rasen wird auf 8 mm abgetrimmt und auf dem ganzen Center Court wachsen nicht weniger als 7 Millionen Graspflänzchen. Da werden auch die Linien nachgetupft und zwar das zweite hoch. Also der Platz in perfektem Zustand. Für einen ist nicht Bier das Lieblingsgetränk der Engländer, sondern der Cocktail namens Pimps. Der wird doppelt so häufig getrunken und das, obwohl er umgerechnet 12 Franken, also 7,80 Franken Pfund, kostet. Rufus der Habicht, seit 14 Jahren ist er dafür verantwortlich. Achtung, dass keine Tauben und andere Vögel über den Rasen laufen und auf dem Rasen rumpicken, hat er Facebook und Twitter angehört. Ja, und dafür eine laute Stimme hat Maria Sharapova. Es gibt einen sogenannten Stimmometer. Und da muss man fast mal reinhören. Maria Sharapova bringt sich auf unglaubliche 105 Dezibel. Entspricht etwa einem Jumbo-Jet beim Landen. Ich muss ein bisschen lauter reden, sonst hört man mich gar nicht. Ganz platter Gag. In dem Fall wohnt sie oben uns. Genau. Pimps. Pimps. Also der Roger führt mit 4-2 im vierten Satz. Der macht den Sack zu. Sportlich gesehen, das Schweizer Duell, das wir eben hier haben, in diesem Achtelfinale, ist eigentlich unglaublich, dass man da überhaupt so weit gekommen ist. Man hätte nicht davon ausgehen können, dass Federer und Wawrinka überhaupt die erste Runde überstehen, wenn man auf 2013 ist. Ist man schon glücklich heutzutage? Definitiv. Der Federer Express rollt. Beim Wawrinka war man eher überrascht. Für mich persönlich eigentlich eine klare Sache. Und der Federer, wenn er es dann schafft, dann sieht es im Moment im Tableau so gut aus wie schon lange nicht mehr. Ist es gratis gegangen eigentlich nachher im Finale? Ja, es ist ja nicht der Nadal, der wartet, sondern, Achtung, der 19-jährige Australier, haben wir das extra aufgeschrieben, weil es ein bisschen frisch ist, Nick Kyrgios, oder? 19 Jahre alt. Und Kyrgios hat den Nadal vorgeputzt. Unglaublich, aber warum ist das eigentlich eine Überraschung? Der Nadal ist im letzten Jahr nicht einmal über die erste Runde darüber rausgekommen. Ja, man muss vom Nadal natürlich erwarten. Der Andy Murray, wie wir in Bayern sagen, der ist 0-3 in Sätze ausgeschieden. Knüppeldicke Überraschung. Also auch sein Trainer, der Moresmo, hat ihm da nicht helfen. Nein, da ist also jegliche weibliche, männliche Unterstützung gespart. Aber auch da wieder, warum Überraschung? Der Bulgar Dimitrov, das ist der Sieger von Queens. Der hat seit von seinen 4 Karrieretiteln 3 in diesem Jahr geholt. Also das wird noch eine schwierige Angelegenheit für Novak Djokovic.
Und ich ganz persönlich, ich hätte, wenn es der Federer das schafft, oder einfach ein Schweizer im Finale, lieber den Djokovic im Finale. Weißt du warum? Warum? Von 6 Grand Slams 5-mal verloren. Mentale Schwäche. Gut, mit so einem Trainer hat nicht der Herr Hassler vom Smash bei uns gesagt, Djokovic Trainer ist mehr eine Behinderung als eine Hilfe. Also, wir werden es sehen. Der Roger ist ja schlecht in diesem Match hineingestartet heute mit dem gegen Stan Wawrinka. Und für mich sind es jetzt klar, warum. Der hat sich nämlich gestern Abend gefreut für die Schweiz, wie sie gut sie spielen. Kurz vor dem Penalty-Schießen und hat sich natürlich dann massiv geärgert. Hat einen Tweet ins Netz gesetzt, wo er. Hier, schaut mal, der war eingehüllt in Wimbledon in ein Frottetuch und hat richtig gähnt, selbstverständlich mitzittert. Vielleicht war das der Grund, dass er nicht so gut ist, gestartet hat. Gegen Stan und uns, Matthias Germann hat heute Nachmittag noch Gelegenheit gehabt, mit dem König von Wimbledon zu telefonieren. Ja, Roger Federer, man hat sie gesehen in einem Tweet, wie sie mitfiebern mit der Schweizer Nazi. Wie ist das eigentlich? Haben sie fest mitgelitten? Ja gut, oder, ich habe eigentlich gar nicht die Schweizer Nazi geschaut, oder? Ich habe Nadal zugeschaut, oder, wenn er verloren hat, ist er rausgeht, oder? Und der Tweet, der ist eigentlich von der Social Media Abteilung gewesen, oder? Die haben gesagt, ich soll das machen, oder? Und wenn man Fußball betrifft, oder, gibt es für mich sowieso nur den FCB, oder? Was uns auch immer schon interessiert hat, ist Ihre Frau Mirka Federer. Sie schaut während dem Match immer wieder aufs Handy. Was macht sie dort eigentlich? Ja gut, oder? Das verstehe ich eigentlich auch nicht. Oder? Ich habe sie auch gefragt, oder, was sie da die ganze Zeit macht. Oder? Und dann hat sie mir gesagt, sie tue ich ein bisschen online shoppen. Oder? Und ich habe gesagt, ich soll mit dem sofort aufhören. Oder? Weil sonst tritt sie mir noch in Ruin. Oder? Ich weiß gar nicht, was wir machen, Karten sperren oder haben alles schon gemacht. Aber sie wissen einfach alles nicht. Oder? Sie finden immer wieder einen Weg. Ist das so der Zalando? Ah! Aber wir müssen es auflösen. Es ist selbstverständlich nicht der Roger Federer himself. Weißt du, was es ist, Aldi? Ich habe es nicht geglaubt, als ich es gehört habe. Er spielt beim FC Aarau, heisst Alain Schulz. Grosses Kino. Du bist ohne Gott für mich. Macht verschiedenste Persönlichkeiten nach, aber der hat er perfekt drauf. Der hat er wirklich gut drauf. Effektiv. Also, wir könnten ihn gerne mal einladen mit dem richtigen Make-up. Könnte man gerade denken, der Roger ist da. Aber trotzdem noch, Roger Express. Gibt es den 8. Titel in Wimbledon? Gibt es überhaupt jemals noch einen Grand Slam-Titel für den Federer? Deine Einschätzung? Ich würde nicht sagen nein, aber ich sage, er hat es nicht mehr so in den eigenen Hängen, finde ich, wie auch schon, oder? Ja. Er ist ein bisschen, natürlich schon vor Setzliste her, er ist ein bisschen darauf angewiesen, dass sich die anderen gegenseitig rauskegeln. Wenn er wie früher, Halbfinale, Finale, so Nole und Rafa nacheinander hat, ich weiß nicht, ob es wird länger. Hast du nicht das Gefühl, die anderen müssen ein bisschen spielen für ihn? Sie müssen ein bisschen aus dem Weg gehen. Für mich jetzt in Wimbledon sieht es relativ gut aus, wenn er eben den Wawrinka momentan führt im vierten Satz, kurz vor dem Sack zu, dann könnte es klappen. Ich persönlich stelle mir auch noch vor, US Open ist so ein bisschen sein Ding, weil er einfach wirklich noch sehr kräftesparend spielt über das ganze Jahr und Nadal, Djokovic, Murray dann schon lange bei ihren Physiotherapeuten auf dem Brett liegen. Also kann er seinen Vorsprung, den er hat bei Grand Slam-Titel, kann er den ausbauen oder nicht? Rafa hängt ihm ja mit 14-3 an den Fersen eigentlich. Also, wir drücken natürlich den Daumen, dass es der RF in Wimbledon in seinem Wohnzimmer noch einmal schafft. Wir haben geschafft, was viele andere auch möchten, nämlich brillante Studiogäste aufzutreiben. Und die zwei Herren kommen zu uns. Hallo zusammen, ich bin der Christoph Speicher und jetzt gerade in der Sportsshow. Wir erwähnen natürlich mit unserem Fußballexperten Martin Andermatt. Ja, hat er eigentlich gerade angefangen? Ist das schon 98, 99, 100? 200, 201. Ja, 201 nicht gerade, aber das erste Rennen von der Saison findet Ende Oktober, 25. 26. Oktober in Sölden statt. Von was reden wir? Wir reden vom Ski-Alpin-Auftakt. Dort sind wir wieder am Start. Aber jetzt, was machen eigentlich die Skifahrer, bis es so wie ist, bis Oktober ist? Tschüss auf Lernen. Einerseits tun sie trainieren, andererseits hacken sie, wie es einfach Mode ist im Moment. Social Media in die Tasten, Facebook, Twitter und auch hier haben wir von den Schweizer Skistars Tweets gefunden. Selbstverständlich mit dem Thema Argentinien gegen Schweiz. Und die Stars haben gezwitschert. Lara Gut. Man sich bedankt natürlich bei den Gielen und sagt «Never give up, never give up». Ja, die ist Schweiz-Fan, selbstverständlich wie alle anderen auch. Aber es hat noch weitere Skifahrerinnen gegeben, die da twitterten. Wendy Holdener, die sagt, etwas hat er imponiert, nämlich der Team-Spirit von der Schweiz, die Geschlossenheit, die sie hier anspricht. Und der letzte Mal hat Carlo Janka
die im Stand von 0-0 buchen, dann Beton anmischen, Ade, Messi, wo leider nicht so funktioniert. Aber vom Yanks weiss man, riesen Fußballfan, hat vom Sir Alex Ferguson, glaube ich, sogar mal eine Einladung bekommen und ein Menu-Trikot. Ade Messi halt jetzt im anderen Sinn. Und der Tweet von Wendy Holdner, hoffen wir, dass nicht nach der Skisaison der auch für eben die Schweizer Alpinisten, Männer wie Frauen, kann gelten. Wir haben letzte Woche bei der Vorbereitung in den Start mal ein bisschen reingeschaut, reingelost und haben vor allem von den Herren der Schöpfung wissen, ganz ehrlich, Jungs, vermissen die den Schnee? Ja, im Moment ist die Sehnsucht nicht so gross. Wir haben relativ viel Schnee immer, den ganzen Winter, Frühling und vor allem vom August sowieso. Darum ist man auch froh, dass man mal ein Zeitchen den Schnee nicht sieht und dass man sich konditionell vorbereiten kann. Ja, noch nicht sehr gross, also bei mir definitiv auch noch nicht. Und ich glaube, es ist jetzt Zeit, wo man den Grundstein legt für die Saison. Aber ich habe den Sommer auch sehr gerne und genieße das auch jetzt. Ja, schon recht. Also das letzte Mal auf der Ski war ich am 15. April, glaube ich. Und jetzt, so nach zweimonatigem Konditraining und so, da verspürt man schon wieder Lust, auf die Ski zu gehen. Also da ist man froh, wenn man wieder mal ein bisschen weniger Kondi machen kann. Ja, für uns ist er ja nicht mehr so weit weg. Also in einem guten Monat, knapp anderthalb Monate, sind wir schon wieder auf dem Schnee. Von dem her gesehen ist er sicher eben für uns schon wieder relativ nach. Und wir wissen, für was dass wir das Ganze machen da im Sommer. Ja gut, also noch nicht so gross, muss ich gerade ehrlich sein, weil letztes Jahr hatte ich doch praktisch keine Pause gehabt. Ich habe sehr viel trainiert, habe noch Ski getestet bis Anfang Juni und bei der Mitte Juli schon wieder auf Ski und dieses Jahr habe ich jetzt doch einmal schön drei Monate Pause. Ich denke, es tut mir gut. Noch nicht extrem, also muss ich sagen. Es geht zwar doch auch schon bald einmal wieder auf den Schnee, aber im Moment vermisse ich noch nicht gross. Es ist noch nicht lange her seit dem letzten Schneetraining und von dem her ja, kann ich gerade noch gut drei, vier Wochen ohne sein. Sehr schön, oder? Ist dir etwas aufgefallen? Ja. Der Feuz, währenddem der Zurbrücken redet, tut Hinterzeit schalpen auf dem Hometrainer. Der hat entweder ein Fixi daheim, eins, der nur einen Gang hat, oder der Rücktritt wollte bremsen. Oder muss es einfach aufziehen, je nachdem. Und der Zurbrücken macht ein bisschen Ferien und reicht ein Glas Fondant. Wir trinken nicht, wir erwarten und erwarten unsere Gäste und das grosse Thema Fußball-Weltmeisterschaft. Christoph Speicher, Martin Andermann, gerade bei uns in der Sportshow. Bleibt dran. The Sports Show, presented by Samsung. Was mir wichtig ist, ein Team, das mir stark macht. Im Fußball läuft nicht immer alles nach Plan, genau wie im Leben. Dort zeigt sich das wahre Gesicht einer Mannschaft. Wirklich stark machen dich am Ende die, auf die man sich verlassen kann. Deshalb wird meine Familie immer mein wichtigstes Team sein. Hoffentlich Allianz versichert. Aus einem Stück hochwertigem Aluminium geformt. Mit Sorgfalt designt, bis ins kleinste Detail. Jede Funktion perfekt konzipiert. Das neue HTC One. Sieh es. Spür es. Though, 'cause nothing has changed, so bring all your toys now. I think-
Hey, wo gehst du laufen? Im Park. Okay, wenn ich mitkomme? Ja, klar. Run and Run mit Essex Muscle Support. The Sport Show, presented by Samsung. So, wir sind zurück bei der Sportshow. Der Kuchen wird gerade gleich brüderlich aufgeteilt. Zuerst aber werden unsere Gäste vorgestellt. Christoph Speicher und Martin Andermann. Schön, sind ihr da. Danke vielmals. Schön. Herzlich willkommen. Einer, der natürlich bis vor ein paar Wochen noch ist im Fokus gestanden von der Raiffeisen Super League. Der Christoph, der Wuschu. Alle sagen ihm eigentlich Wuschu. Wuschu, Karriere beendet. Richtig entschieden? Wäre blöd, dazu ja, sagen. Momentan bin ich sehr glücklich, wie in den Ferien. Und die Jungs sind natürlich im Schwitzen, sie das machen, was ich nicht unbedingt vermissen würde. Aber ganz klar, wenn die ersten Matches kommen, dann werde ich natürlich das Gefühl schon vermissen. Und sicher auch die Stimmung in Garderobe, meine Freunde, die jetzt dort jeden Tag zusammen sind. Und ich bin nicht mehr da. Aber nichtsdestotrotz, es war für mich der richtige Entscheid. Wenn wir uns bildlich schnell alle zusammen anschauen, was der Christoph Speicher so für Stationen hinter sich gebracht im Fußballerleben, da haben wir ein Bild gefunden auf Berner Zeitung. Da haben wir Sternenberg, dann haben wir Bümplitz, der FC Münsingen, dann der FC Luzern, GC Eintracht Frankfurt, unter anderem Captain war dort IB und ganz rechts aussen das Trikot von der Schweizer Nationalmannschaft. Super. Super Karriere, Martin. Ja, hervorragend, ja, muss sagen. Das ist auch und immer super Sportsmann. Ich denke, das ist etwas, das dich immer geprägt hat. Und nicht umsonst hast du auch nicht nur in der Schweiz, auch in Deutschland, in Frankfurt, das weiss ich wirklich, grosser Respekt als Captain auch gehabt. Und die Lücke, die er hinterlässt, wie gross ist die? Ja, es gibt nicht so viele Persönlichkeiten mehr im Schweizer Fußball. Und ich denke, dort müssen wir uns als Trainer immer wieder ein bisschen an der Nase nehmen, dass wir die Persönlichkeiten ein bisschen wachsen lassen. Und wirst sicher fehlen, von der Art her, was er gesagt hat, ganz realistisch nach dem Match, aber klare Worte. Und ich denke, das ist oft unverblümt und das finde ich auch gut. Und das soll in Zukunft auch die Jungen ein bisschen das Beispiel nehmen dafür. Würde es vielleicht passen, ihn aber irgendwann mal irgendwie nach Zug zu locken oder zu holen in irgendeiner Funktion? Ja, Top-Leute suche ich mir immer. Wir reden jetzt sicher miteinander nachher. Nein, das ist ein bisschen näher. Hey, langsam wird es fast ein bisschen kitschig, aber wenn du jetzt so ein bisschen zurückschaust, hat es so Leute gegeben, die du wirklich gemerkt hast oder gewusst hast, mit denen habe ich das Heu nicht auf der gleichen Seite, zurückblickend, wo du wirklich gewusst hast, die Chemie stimmt nicht, das kann ich nicht, das will ich nicht, das mache ich nicht? Also es hat sicher gegeben. Es hat sicher Leute gegeben, die Namen? Ich... Wo schon? Ja, Namen. Schwarze Liste hängen draussen. Nein, ja, wo du merkst, du kannst dich nicht identifizieren, es fällt dir alles viel schwerer, du musst mehr machen mental, um dich zu motivieren. Aber ich bin jetzt nicht unbedingt einer, der mit vielen Leuten Probleme hat. Es braucht schon ziemlich viel, dass ich mit jemandem Probleme habe. Und von dem her konnte ich mit vielen arrangieren und auch viele sehr interessante Persönlichkeiten lernen kennen. Ich denke, wir reden ja immer von diesem Fußballbusiness, oder? Mhm. Und sagen, du, Fußballer, PlayStation 1 und was und Zeug und wenn sie nicht wissen, was machen, dann werden sie noch Trainer. Aber es ist wirklich, also für mich ist das wirklich einfach ein Querschnitt durch die Gesellschaft und ich habe Freunde gefunden im Fußball, ich habe faszinierende Persönlichkeiten lernen können, die ich viel lernen konnte. Und es war eine geniale Zeit für mich, es war eine Lebensschule und ich bin sehr froh, dass ich den Weg gehen konnte. Und das Netzwerk, das man sicher nicht vermissen will und das bis ans Lebensende bleibt. Ja, wir spannen jetzt das Netz und die Brücke über einen grossen Teich und gehen eben nach Brasilien, die Weltmeisterschaft. Und auch wenn sie aus Schweizer Sicht Fußballer ist, nicht mehr so wichtig, nicht mehr so interessant ist, dafür kann man jetzt das Land ein bisschen besser geniessen. Und das ist auch heute das Thema bei uns, beim Stefan Meyer im Brazil Inside. Bom dia, gente. Eu sou o Stefan. E eu vou mostrar para vocês o Brasil. Okay, und jetzt komme ich zu der Kultur von Brasilien. Da sind, glaube ich, sicher zwei Sachen ganz wichtig. Da fange ich mal an mit der Lebensfreude, die Brasilianer haben, und Körperkult. Die meisten Brasilianer sind am Strahlen, sind meistens ziemlich braunbrönt. Sie leben Tag für Tag. Sie nehmen das auch so, sie wissen ganz genau, sie haben nicht viel. Aber was sie haben, das wollen sie auch wieder zurückgeben. Und da langt halt schon nur ein Lächeln. Zu der Körperkult ist klar, eben, wenn man an Copacabana geht, Ipanema, wie die alle schönen Strände heissen, die sind sie auch gerne parat, sie sind trainiert, sie machen etwas dafür, zeigen es aber auch gerne. Und darum würde ich jetzt so sagen, zu der Kultur, wenn ihr auf Brasilien geht,
könnt immer lachen, habt ein freundliches Gesicht, könnt ihr nichts falsch machen. Und wenn ihr mal an die Coppa gehen wollt, auf Ipanema, geht ein bisschen Fitness, zeigt, was ihr könnt. Und dann kommen wir sicher gut an. Grossartig. Das Band sagt, man soll einen geilen Sieg und den Hut so tragen, kann ich nicht. Kann ich nicht. Und Martin, du bist selber zu Brasilien gewesen. Ist es so? Einfach immer mit einem Lachen, immer ein bisschen Valeo und dann kommt das schon gut. Ja, das ist wirklich so. Auch die Lebensfreude, die ist extrem durchgekommen. Und alle immer Daumen rauf und wirklich gut drauf, die Leute. Und so ein bisschen eben selber die Erinnerung, die du jetzt so mitgenommen hast. Wie hast du das erlebt, auch in Bezug auf den Fußball? Ich durfte ja eine Reisegruppe begleiten von Ochsen und Blick und das war überragend. Die Zusammensetzung, ältere Leute, jüngere Leute. Und man ist da als Mannschaft zusammengewachsen, sind zusammen im Stadion gewesen, haben auch sonst rundherum viel unternehmen können. Und natürlich extrem viele Schweizer getroffen. Und das ist atypisch schweizerisch, ist da wirklich gefestet worden. Also, muss man sich vorstellen, bist du der Reiseleiter von dieser Gruppe? Martin, wie lange geht es noch? Wo müssen wir durch? Muss ein bisschen so? Genau. Nein, nein. Das musst du abzählen. Martin, eigentlich so wie mit einer Fußballmannschaft hier. Ja, nur ist dort der Unterschied. Die spät ins Bett sind, die haben können ins Stadion. Die früh ins Bett sind, die haben nicht dürfen ins Stadion. Nein, wir haben auch dementsprechend auch die Gruppe begleitet, hat jemand die Reiseleitung übernommen. Und zusammen der Longo und ich dürfen die Gruppe begleiten und sind natürlich immer wieder ein bisschen auf das Spiel einstellen. Sind natürlich immer offen für Fragen und es war wirklich eine extrem spannende Zeit gewesen. Gut, ist wieder der Longo dabei, hast du auch noch den Bus fahren, weil es muss genau sein. Christoph, man hat vor dieser WM gesehen, dass es eine taktische WM geben wird. Jetzt ist es alles andere geworden als eine taktische WM. Es ist, man darf es sagen, eine geile WM geworden, oder? In der Vorrundengruppenspiel mit viel Goal. Warum ist es so rausgekommen? Schwierig zu sagen. Also, ich glaube, es sind sicher spezielle Bedingungen, auch klimatisch. Ich glaube, es war vielleicht noch ein grösserer Nachteil gewesen, zum Teil für die Mannschaft, die in den Rückstand gegangen ist. Und auch der Spielverlauf eben Schweiz-Frankreich, oder, den kannst du nicht erklären. Weil irgendwie ein Goal eine Minute später, das zweite, geht unmittelbar vor der Pause, das dritte. Das ist einfach ein wahnsinniges Spiel. Aber gleich hat man jetzt so gesehen, in den Achtelfinals, dass sehr taktisch war, sehr knappe Entscheidungen gegeben hat. Vor allem mit der Verlängerung haben sie plötzlich angefangen Gas gegeben, oder? Also ich glaube noch nie so viele Goal in Verlängerungen gesehen. Und alles, wenn man schaut, so 8 Spiele vor Schluss, 157 Goal, was es schon gegeben hat. Es macht einfach Freude, ganz ehrlich. Also, wenn ich Griechenland spiele, das hinter Mauern, ist es ein Spektakel. Aber wie fest nervös ist man? Du warst ja Endrunde, du warst ja Europameisterschaften, Weltmeisterschaften, wo wir auch noch Bilder dazu sehen. Ist man nervös, wenn du auf dem Platz stehst? Nein, nervöser eigentlich nicht. Also, ich glaube, bei der Schweizer Mannschaft hat man wirklich gesehen, am Argentinien-Spiel, wo es um viel gegangen ist, oder, die sind wirklich top konzentriert gewesen. Weil die musst du nicht extrem darauf einstellen. Da war jeder automatisch einfach parat. Und das sind einfach die Spiele, wo du ein Leben lang dafür trainierst, um dort dabei zu sein. Natürlich gibt es zum Teil auch Momente, wo du etwas mehr Bammel hast, wo du vielleicht ein bisschen nervöser bist vor dem Spiel. Aber grundsätzlich ist es immer ein gutes Zeichen, da bist du top konzentriert. Und das ist ein riesen Highlight, wenn du kannst dabei sein kannst. Und da will jeder natürlich das Optimum rausholen. Ja, und gestern haben sich mitunter die letzten Gruppensieger bei der WM können für die Viertelfinals qualifizieren. Und auf die schauen wir gerade in wenigen Augenblicken in der Sportschau ein bisschen genauer drauf. Ja, der Gabriel Skeka, schauen wir voraus, die Achtelfinalpaarungen, die sind durch. Gleich noch schnell einmal, hat es eine WM gegeben in deiner Erinnerung, Martin, die letzten 50, 60 Jahre, wo so viel in die Verlängerung gegangen ist? Ich meine, der hat Geburtstag oder ich. Schon gut, mach nur. Hat es schon mal so viel Verlängerungen gegeben im Achtelfinal? Nein, hat es nicht gegeben. Nein, weil man einfach vom Taktischen her, wie das der Christoph gesagt hat, die Finalspiele schon auch wollen erreichen. Und es sind auch ganz spezielle Konstellationen gegeben. Kleinere Mannschaften gegen Top-Vereine, also Top-Nationalmannschaften. Und dort haben die kleineren Vereine gezeigt, dass sie defensiv sehr gut spielen können. Sicher in der Offensive hätte am Schluss halt dann vielleicht
die Kraft so gefehlt, dass man in der Defensive auch die Fehler gemacht hat. Schauen wir die Viertelfinalpaarungen an. So wird gespielt werden ab dem Freitagabend. Frankreich gegen Deutschland, dann Brasilien gegen Kolumbien, Argentinien am 5. Juli gegen Belgien am 6. Abend, am 10. Holland gegen Costa Rica. Natürlich nicht vergessen, alles auf dem 360-Player zu sehen, am Freitag und am Samstag dieses Spiel. Und eben, wir kommen jetzt, glaube ich, zum europäischen Duell. Frankreich gegen Deutschland. Frankreich, das unglaublich solidarisch ist, Christoph. So solidarisch wie noch selten wahrscheinlich. Deutschland, das eine riesige Diskussion hat, wo sie mit Ach und Krach weiterkommen, obwohl Philipp Lahm einfach im zentralen defensiven Mittelfeld spielt und nicht auf einer Aussenbahn links oder rechts, wo sie vorteilen. Was glaubt ihr? Ich konnte Frankreich live erleben gegen die Schweiz. Eine unglaublich kompakte Mannschaft, physisch starke Mannschaft. Und was wirklich augenfällig war, die haben sich als Mannschaft jetzt präsentiert. Und ich denke, jetzt haben sie schon auch das ein bisschen geleckt, dass sie jetzt den Deutschen mal ein Bein stellen wollen. Hey, natürlich aber auch Mühe gehabt, in der Achtelfinale jetzt unter Mertensacker. Wusst du, das hast du sicher mitbekommen, ein brillantes Interview gegeben, oder? Und die Freunde von 11 Freunden kennen das natürlich auch aus Deutschland. Die haben das ein bisschen nachher vertont. Was wollen Sie jetzt von mir? Was wollen Sie jetzt? Legen wir das mal 3 Tage in die Eistonne und dann sehen wir weiter. Was wollen Sie jetzt? Glauben Sie jetzt, unter den letzten 16 ist irgendwie eine Karnevalstruppe oder was? Was wollen Sie? Wollen Sie eine erfolgreiche WM oder sollen wir wieder ausscheiden und haben schön gespielt? Also, was wollen Sie jetzt von mir? Und wir haben gekämpft bis zum Ende und haben dann überzeugt, besonders dann in der Verlängerung. Was wollen Sie jetzt, so kurz nach dem Spiel? Legen wir das mal 3 Tage in die Eistonne und dann sehen wir weiter. So ein Intro hat der Speicher nie gegeben. Das ist einfach nicht zum Intro. Alles zusammenschneiden. Hat Deutschland eine Chance? Ja oder nein? Ganz knapp. Grundsätzlich haben sie, glaube ich, auch ein super Potenzial. Aber eben, das, was Martin gesagt hat, das glaube ich auch. Ich glaube, dass die Franzosen mit dem Deschamps endlich wieder einen Trainer hat, der nicht die 23 besten Franzosen genommen hat. Weil die haben ja unzählige Spieler in der Premier League und in Spanien, in Deutschland, überall. Aber die haben auch riesen Egos, jeder von denen. Oder? Und das harmoniert nicht. Und er hat viele Spieler auch wieder genommen aus der Ligue 1. Spieler, die vielleicht dahinter stehen, die vielleicht überragende charakterliche Fähigkeiten haben. Und eben, also die Franzosen sind dieses Jahr sehr gefährlich, wobei natürlich, du sagst ja immer, du kannst nicht das Turnier überragend spielen. Die Deutschen bei EM oder überragend gespielt, Südafrika auch lang und dann einen schlechten Tag und dann ist es super schlecht. Irgendwann auf und ab. Du bist gerade bei überragend gewesen, dann kommen wir doch zum Viertelfinal Brasilien gegen Kolumbien. Mit überragend meine ich aber ehrlich gesagt nicht Brasilien, sondern eher Kolumbien, die bis jetzt überzeugt hat. Und Brasilien mit dem Heimvorteil, wie siehst du da die Affischen? Brasilien hat eine Hammerauslosung, wenn man jetzt schaut. Ich meine, Chile war stark in der Vorrunde, haben sie jetzt knapp bezwingen. Kolumbien, wie du gesagt hast, richtig, ist eigentlich die Mannschaft, die im Total des Spiels am besten überzeugt hat, am meisten überzeugt hat. Und da muss man schon sagen, eigentlich, wenn man auf Brasilien schaut, nach 4 Spielen, 2-mal gewonnen, 2-mal unentschieden, ein Weltmeister sieht anders aus. Ja, ich sage, wenn man jetzt auch noch schaut, Kolumbien, wie die auftreten sind, die werden auf Tutti gehen, hundertprozentig. Wenn ich sehe, wie die Mannschaft sich präsentiert, eine Einheit, obwohl man gemeint hat, mit dem Topstürmer ging es nicht. Jetzt mit dem James, der unglaubliche Weltmeisterschaft abliefert. Und ich glaube, in Zürich sind ja Kolumbianer schön auf der Straße gewesen. Also dein Tipp für das Spiel Brasilien gegen Kolumbien? Ja, ich sage jetzt wegen dem Schwiegersohn, ich glaube, Kolumbien kommt in Verlängerung. Immerhin, und dann gibt es wieder viel Goal. Okay. Ja. Gehen wir weiter. Argentinien gegen Belgien. Argentinien, wo uns natürlich eben ein bisschen wie Brasilien in Erinnerung ist, wo von einem Mann natürlich lebt, sagen wir mal von anderthalb, oder? Von Messi und gestern von Di Maria. Was mich gestern geflasht hat, ist, wie die Belgier auftreten sind. Die Chancen, die sich herausgespielt haben, wie sie schon fast Tiki-Taka gespielt im 16er. Was traust du denen zu, Martin, gegen Argentinien? Ich glaube, da könnte eine Überraschung möglich sein. Ohne jetzt irgendwie so Floskeln, ich habe sie wirklich gesagt, das kann kein Favorit sein. Auch wie sie auftreten sind, sind glaube ich das Team, das am meisten aufs Goal schießt, also am meisten Chancen kreiert. Und die haben eine extrem homogene Mannschaft. Wenn man sieht, gestern eigentlich ihren Top-Stürmer auf der Bank, kommt dann in der Verlängerung rein, freut sich mit der Mannschaft. Also da ist kein
Egoismus herum, sondern wirklich auch der Teamspirit, der natürlich auch Wilmots mit den Emotionen, die man sich erinnern kann, in Schalke, auf Schalke. Eurofighter. Das ist so. Und der hat dann wirklich den Fighting-Spirit eingeimpft. Ja, und dann kommen wir zum letzten Spiel. Da haben wir Holland gegen Costa Rica. Christoph? Also Robben gegen Costa Rica. Ah, also gut, eben, wie haben wir das Spiel? So rein und dann über. Anyway, Holland gegen Costa Rica. Wird Holland jemals überhaupt einen Titel holen? Ist bei Costa Rica die Batterie langsam leer? Wie siehst du das? Ich favorisiere jetzt in dem Duell schon eigentlich Holland. Also Costa Rica hat überragend gespielt in den Gruppenspielen, jetzt gegen Griechenland ein bisschen weniger. Die Griechen, die vorher überhaupt nicht überzeugt haben, waren ein bisschen besser gewesen. Und ich glaube, ja, die Holländer haben im Gegensatz zu den anderen Jahren eben nicht nur die totale Offensive, sondern auch Hingespieler, die wirklich dazwischen gehen und ein bisschen defensive Stabilität. Spannend finde ich aber einfach auch bei Costa Rica. FIFA-Ranking 28, der schlechteste noch verbleibende Club oder best gesagt Team-Nationalmannschaft. Oder wie ist, nur 5 Goal geschossen, irgendwie alle 80 Minuten schießen überhaupt nur ein Goal. Also, die muss man irgendwann mal sagen, Ende Gelände, fertig, lustig. Der Trainer erinnert mich immer von Costa Rica, ja immer mit sich der Andrew Agassi, der die Seitenlinie steht. Ja, das ist wirklich so. Und macht auch Bewegungen mit der Hand extrem gegen Führer. Also, müssen wir glaube Holland sagen, die kommen da durch in Halbfinale. Kein Thema. Ja, ich denke so. Ja, überzeugt, ja. Bleiben wir da. Gut, und dann gehen wir doch in wenigen Augenblicken noch mal daher, was so richtig wird. Und zwar gut 24 Stunden zurück. Schweiz gegen Argentinien. Wir schauen das Spiel noch mal an und machen natürlich auch einen speziellen Fokus auf die Karriere von Ottmar Hitzfeld. Bis gleich. The Sports Show, presented by Samsung. Was mir wichtig ist. Ein Team, das man stark macht. Im Fußball läuft nicht immer alles nach Plan. Genau wie im Leben. Dort zeigt sich das wahre Gesicht einer Mannschaft. Wirklich stark machen dich am Ende die, auf die man sich verlassen. Deshalb wird meine Familie immer mein wichtigstes Team sein. Hoffentlich Allianz versichert. Aus einem Stück hochwertigem Aluminium geformt. Mit Sorgfalt designt, bis ins kleinste Detail. Jede Funktion perfekt konzipiert. Das neue HTC One. Sieh es. Spür es. Looking quietly fits right in. Clever and loved by everyone. You could almost build your home around it. The new Samsung washing machine WW9000. Hey, wo gehst du laufen? Im Park. Okay, wenn ich mitkomme? Ja, klar. Run and Run mit ASICS Muscle Support. The Sport Show, presented by Samsung. Für die Schweiz ist gestern Abend der Fußball während Brasilien zu Ende gegangen, sportlich gesehen. Aber wir wollen noch mal zurücklassen auf den emotionalen Abend gestern aus argentinischer und schweizerischer Sicht.
Y presionaba Palacio. Gana Rodrigo, va Palacio. No terminó todavía. Va Messi, va Messi. Di María solo, Messi. Pero Di María está. Endlich der Jubel vom argentinischen Kommentator. La puta madre, gol! Gol! Der ist jetzt noch dran. Argentino! Oh! Aber die Schweizer, die probieren es halt eher. Wir haben natürlich auch den Sascha Rufer gestern im Spiel, wo es doch noch mal knapp wurde. Shaqiri, Ball kommt! Möglichkeit! Da! Nein! 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 Bitte nicht! Bitte nicht! Das gibt's doch gar nicht! Wie er so tut bei einem Pfostenschuss, wie hat er da so den Pfosten, Ball! Ja, aber es zeigt schon, dass wirklich die Emotionen auch langsam bei den Schweizern da sind. Also, schon, also kaufst du ab, oder? Ja, das kaufen wir jetzt wirklich ab. Das ist bei uns auch. Wir sind auch gestern gestanden. Wir haben das Training sogar nach hinten verschoben, dass wir den Match schauen können. Ja, aber nicht irgendwie mit dem Hammer im Fernsehen oder so. Nein, so nach aber nach dem Match müssen laufen, bis so verrückt gewesen. Nach dem Match ist Kopfball üben, ja, genau. Also in anderen Situationen kommt er vom Pfosten zurück, knallt er das Knie und geht rein, vielleicht sogar in den meisten Situationen. Wir haben einen Tweet gefunden gestern Abend im Netz von einem Daniel Beyeler, der sagt, in 118. Minute da musst du den Messi einfach fortputzen. Das hat der Ballack 2002 in Japan gemacht und hat Deutschland so den Final gerettet. Musst als Schär, wenn der Messi so im 1 gegen 1 hast, musst du ihn umziehen, musst du ein taktisches Foul machen, musst du ihn einem Liebe zupfen, ummähen? Ich glaube, er hat meine Stimme ist verloren gegangen. Er hat es probiert, aber aus meiner Sicht darf er nicht rauskommen. Es ist eine Zehntelsekunde unentscheiden, gehe ich hingehen, absichern. Er hat gemeint, er kommt hin. Und dann kannst du noch so drei Gretchen, dann verrutschst du nicht mehr. Die Beweglichkeit, der Haken, den er hat, das ist entweder, wie du sagst, machst zu oder dann laufst du wirklich in den Körper rein. Aber auch dort hat die Haken gemacht, die er eigentlich immer macht. Man weiß, wo er hergeht, aber verwünscht ist er gleich nicht. Weißt du für dich, Martin, gestern der beste Schweizer auf dem Platz gewesen? Nicht nur gestern, während der ganzen WM. Der Rodriguez hat eine extrem konstante WM gezeigt. Mit dem Benaglio sicher kann man gewisse Abstriche machen. Aber wie die Leute geführt haben, auch auf dem Platz, man hat es ja gesehen, dass sie wirklich extrem konzentriert jeden Match bestritten haben. Rodriguez, Benaglio. Ja, und wir haben natürlich noch weiter schauen, haben auch bei uns ein bisschen überlegt, in dem ganzen Tag in der Redaktion, wer sind unsere Gewinner in der Schweizer Mannschaft. Rodriguez gehört absolut dazu. Also hätten wir es abgesprochen, auch von dir, Martin, erwähnt worden. Dann gehört für uns ganz klar, da hat mir Mehdi dazu, der sich da reingespielt hat, den Platz gesichert hat, souveräne Leistung. Und der Sherdan Shaqiri, ja, da ist mir so ein bisschen geteilter Meinung. Mal top, mal flop, aber Man of the Match beim 3:0. Ich glaube, ganz ehrlich, Christoph, an ihm kommt man nicht vorbei, wenn man von den Gewinnern redet. Wie siehst du das? Na, sicher nicht, das war eine Entscheidung natürlich. Und ja, 3 Goal im WM-Spiel, das sagt schon alles. Ich meine, hat bis dann eigentlich quasi im Alleingang entschieden. Natürlich ist er gut assistiert worden, aber gleich hast du beim Changer-Spiel, was darum ging, ist er da gewesen. Und ich glaube, auch sonst hat er Leistungen gebracht, die vielleicht nicht so konstant waren, wie jetzt zum Beispiel bei Rodriguez. Man muss wirklich sagen, der ist von der ersten Minute bis zur 90. in jedem Match wirklich immer auf konstant sehr ein gutes Niveau gewesen. Aber gleich hat er auch immer wieder Aktionen gehabt, wo man gesehen hat, was seine Klasse ist, wo er einen entscheidenden Pass geschlagen hat. Und ist sicher ein sehr, sehr guter Spieler, ein wichtiger Spieler. Wenn wir über die Spieler reden, die ja, von der WM heimkommen, ein bisschen als Verlierer. Valentin Stocker, der eigentlich Gesetzer war bei Ottmar Hitzfeld, der den Platz jetzt verloren hat, Martin, für dich überraschend? Ja, ich sage, er hat sicher eine kräfteraubende Saison gehabt. Und in dem Spiel, dem ist wirklich nichts gelungen, mit Medi. Da kann ich wirklich auch sagen, live gesehen, wie der sich bemüht hat für die Mannschaft. Der hat wirklich in die Mannschaft rein. Und dann gibt es halt Entscheidungen, die der Trainer dann nimmt. Und ich glaube, es gibt keinen Verlierer an der WM, wenn du als Spieler mitkommst.
wenn du auch siehst, Viertelfinale wäre fast erreicht worden. Also die, die rundum ums Team sind, die tun auch ihren Beitrag dazu leisten, dass eine Mannschaft auf höchstem Niveau trainieren und spielen kann. In der Verteidigung ist diskutiert worden, Churu, den man hat kritisiert, Senderos, den man hat kritisiert, und dann ist ersetzt worden durch eine Schär. Was passiert in Zukunft in der Innenverteidigung, Christoph? Sicher spannend. Aber Innenverteidigung ist sicher sehr viel passiert. Natürlich für Steve von Bergen hat es mir extrem leid da, wirklich aus meiner Sicht eine gute Saison gespielt hat bei IBE und auch in Nazi sehr, sehr wichtig war. Schnell verletzt. Juru, der eigentlich aus meiner Sicht auch eine gute WM gespielt hat. Klar, gegen die Franzosen hat er den einen oder anderen Fehler gemacht. Er war auch mitschuldig beim einen oder anderen Goal. Aber sonst hat er eine gute WM gemacht. Senderos in einem unglücklichen Moment reingekommen. Und da sieht man, so schnell ist es vorbei. Oder? Also, im falschen kleine Moment Chance, die du rein, bekommst. Ja. Oder Stocker auch. Im falschen Moment ist er da. Und du hast einfach heutzutage hast du eine Breite im Kader. Du kannst einen anderen bringen, der bringt eine super Leistung und dann bist du aus, dann musst du wieder anstehen. Aber du sagst es genau richtig, Christoph. Du, Martin, willst nicht von Verlierern reden, wenn sie mit dabei sind, aber ein Xhaka, der jetzt das Selbstvertrauen, die Bestätigung, die Möglichkeit, die Chance immer und immer und immer wieder bekommen hat, hat er sie für dich überhaupt annähernd genutzt? Ja, er hat sich extrem gesteigert gegen Honduras, weil in dem Spiel gegen Frankreich eben, ich habe gesagt, wie kannst du nach dem 5-2 so Gesten machen, wo eigentlich klar verlierst. Auf der anderen Seite muss man sagen, im Vorfeld haben wir gesagt, das Honduras-Spiel ist das entscheidende Spiel. Also rein von dem her kann man vielleicht das emotional verstehen. Aber in Zukunft wird sicher jeder Jung noch einmal mehr müssen über sich hineinwachsen. Und das, was du vorhin gesagt hast mit der Abwehr, ich glaube, der Ottmar hat dann schon irgendwo gemerkt, dass er ein Spieler ist stark in Innenverteidiger braucht, oder Steve von Bergen weg ist, vielleicht die zwei Manndecker, das hat wirklich nicht zusammengepasst. Und wo der Schär reingekommen ist, dass man wieder das spielerische Element vermehrt hatte. Jetzt haben wir die Spieler ein bisschen angeschaut, aber jetzt werfen wir den Blick an die Seitenlinie zum Ottmar Hitzfeld und wollen oder eure Meinung hören. Unsere heutige User-Umfrage: Ist Ottmar Hitzfeld ein guter Nationaltrainer gewesen? Auf sport.ch könnt ihr hier abstimmen, noch bis am Ende der Sendung. Und dann wollen wir dann schauen, was eure Meinung zuhause von den Bildschirmen ist. Und eure Meinung interessiert uns natürlich auch. Christoph Speicher, Ottmar Hitzfeld, wenn du den Namen hörst, was löst das bei dir aus? Ja, zwei verschiedene Sachen. Zum einen hatte ich zwei Jahre noch als Nazi-Trainer von 08 bis im 010. Und ist natürlich auch, der verpflichtet worden ist, oder man hat ihn kennt aus der Bundesliga, Riesentrainer, Champions League gewonnen mit Bayern, mit Dortmund. Und das sind alle so, hat man gemerkt, sind alle Spieler angespannt gewesen und haben gedacht, du, was kommt jetzt da, oder? Und es war eine schöne Zeit gewesen mit ihm. Aber ich glaube, das kannst du gar nicht richtig fassen, was er für eine Karriere gemacht hat. Und ja, es ist trotzdem ausscheiden, glaube ich, auch für ihn einen schönen Abschluss. Apropos Karriere und Zahlen, schauen wir uns doch mal die Nummer Trainerkarriere Anführungszeichen an. Als Spieler hat er natürlich auch brilliert. Champions League zweimal gewonnen, Weltpokal, Landesmeister Cup, Supercup, Ligapokal. 25 Titel. Es gibt zwei, drei Trainer, die gleich viel oder die noch mehr haben, wie Sir Alex Ferguson. Aber es ist unfassbar, das ist einer der absolut erfolgreichsten Clubtrainer, die es je gegeben hat. Weiss man es genug hoch einzuschätzen, wer hier aufgehört hat? Bin ich ganz sicher, weil es ist ja erst, das merkst du vielleicht als Spieler, man merkt erst, wenn man dann nicht mehr dabei ist und man dann fehlt. Und du wirst sicher fehlen, das ist der Ottmar. Ich denke, wie viel das er für den Fußball gemacht hat. Ich kann mich an das erste Gespräch mit ihm erinnern, als er GC-Trainer wurde. Da haben wir uns in einem kleinen Café getroffen. Und er hat da schon seine Vorstellungen ganz klar kundtun. Und das hat er auch immer auch gemacht in allen seinen Orten, wo er war. Und das zeigt ihn auch aus, dass er das Gespür hat. Ich glaube, das ist vielleicht auch der Grund, warum er vielleicht nie in ein anderes Land gewechselt hat, wo er das nicht kommunikativ mit den Spielern überbringen konnte. Weil das ist wirklich eine grosse Stärke, in wenigen Worten ganz klar das auch können sagen, was er will. Er hat zu Real können, er hat zu Liverpool können, der Fußballwelt wäre ihm offen gestanden und er hat darauf verzichtet. Watson hat heute geschrieben online, der Hitzfeld sei als Messias gekommen. Aber was er erreicht hat mit der Schweizer Nazi, hat ein anderer Trainer auch können mit dem Spielermaterial, das ihm zur Verfügung gestanden. Stimmt das so?
Ja, das ist, das kannst du nicht sagen, oder? Also das weiß nicht. Nebenbei finde, wenn einer so viel erreicht hat, dann musst du jetzt nicht nur am Ende der Karriere irgendetwas suchen, sondern das musst du einfach würdigen, musst sagen, hey, look, da übergeht dem Nachfolger eine intakte Mannschaft, oder? Wo du etwas kannst aufbauen drauf. Da ist sie weggegangen, es hat ein Teufel gegeben, wo du dich nicht qualifizieren für die Euro. Aber jetzt haben sie es wieder geschafft, dass sie in Brasilien dabei waren. Das ist ein Erfolg für den Schweizer Fußball, nicht selbstverständlich. Mhm. Oder? Und klar, es wäre jetzt mehr zu sehen gegen Argentinien, es wäre noch mehr möglich, aber dann muss einfach alles stimmen. Und daran muss man weiterarbeiten, die Arbeit kann man weitermachen. Ja, man ist im FIFA-Ranking bis auf Platz 6 vorgestoßen. Also unglaublich, was da alles erreicht worden ist. Wie du gesagt hast, Martin, man weiss erst, was man hat, wenn man es eben dann nicht mehr hat. Jemand, der ihn auch sehr, sehr lange schon kennt, ist der Marcel Reif. Und auch von ihm haben wir so einen kleinen Rückblick, eine kleine Zusammenfassung, wie der Ottmar Hitzfeld als Trainer hören. Ich kenne Ottmar Hitzfeld seit etwa 20 Jahren näher. Ich habe seine Zeit mit begleitet als Kommentator bei Borussia Dortmund. Als er mit ihnen Meister geworden ist, als er die Champions League gewonnen hat. Und dann ging es weiter zu den Bayern. Mit denen hat er die Champions League gewonnen. Es gibt nicht so viele Trainer auf der Welt, die auch international solche Erfolge hatten. Mit so unterschiedlichen Clubs wie Dortmund und wie Bayern München. Das heißt also, das ist ein Trainer, der nicht nur eine Idee hatte, sondern der sich einstellen konnte. Der wusste, wie man aus den guten Dingen, die man vorfindet, Gutes macht, Besseres macht, das Beste macht. Er ist einer der erfolgreichsten Vereinstrainer der Welt und ich finde, er hat bei der Schweizer Nazi einen klasse Job gemacht. Er hat diese Mannschaft, die anders ist als früher, weil natürlich die meisten im Ausland spielen, er hat sie zusammengefügt und so, wie sie zu dieser Weltmeisterschaft gefahren sind, dann gab es die Niederlage gegen Frankreich und alles wurde wieder furchtbar in Frage gestellt. Die Kritik fand ich in vielem viel zu hart. Aber so wie sie jetzt gegen Argentinien raus sind, das ist etwas, was mir gut tut, was mich sehr freut für Ottmar. Nicht, dass man verloren hat, sondern wie. Also er geht von Bord mit erhobenem Haupt. Und ich finde, das ist das, was er verdient hat. Weil ich diesen Mann nicht nur als großartigen Trainer, sondern als großartigen Menschen kennengelernt habe, der mit Demut vor der Sache, der mit Anstand, mit Respekt allen Menschen und anderen gegenübertritt. Dafür hat er verdient, dass man ihm das genauso entgegenbringt. Also genau auf den Punkt gebracht, der Chefkommentator von Sky Deutschland, der Marcel Reif. Ja, wenn wir über Ottmar Hitzfeld reden, wenn wir uns Höhepunkte anschauen in der Nazi-Ära von Ottmar Hitzfeld. Wir haben uns für drei entschieden. Einerseits natürlich der Gelson mit dem 1-0 gegen später Weltmeister Spanien 2010. Unvergessen in den Geschichtsbüchern. Dann haben wir das 2-2 gegen England, wo man für einen Umbruch in der Schweizer Nazi, wo man die jungen Spieler einbaut. Und dann der 2-2 Auswärtssieg gegen Albanien, wo die WM-Teilnahme da in Brasilien hat, sichergestellt. Drei Highlights, die okay sind für euch? Fehlt etwas? Ja, wir haben noch viele Highlights. Ja, es hat natürlich noch mehr gegeben. Ja. Hat auch ein paar Ausrutscher gegeben. Denke, Niederlage gegen Luxemburg. Das kann mal passieren. Ja, aber ich finde, dort hat man auch gesehen, weißt, wie die Souveränität, die er hatte. Oder? Das war eigentlich am Anfang gewesen, und das war eine Katastrophe. Gewesen. Aber gleichwohl, oder? Er ist näher hergestanden und hat gesagt, nein, okay, es ist nicht gut. Und wir haben die Qualifikation schlussendlich als Erster abgeschlossen. Sie waren dabei gewesen. Und das musst du zuerst schon mal schaffen, dass du die Souveränität nie verlierst. Und dass die Mannschaft sofort wieder in die richtige Richtung schlenken. Das ist sicher eine grosse Kunst von ihm. Immer wieder die Mannschaft können im richtigen Moment im richtigen Rädchen drehen und vor allem auch Big Games gewinnen. Oder? Und das ist auch das, was ihn immer wieder auszeichnet hat. Auch die Mannschaft jetzt gut eingestellt auf das Argentinien. Und man sagen, das ist einfach ein grosses Kino. Er ist aber nie dafür gestanden, Risiken einzugehen, wie sie Spass-Fußballtrainer machen, wie sie Klopp macht, wie sie eben die jungen wilden Trainer ein bisschen machen. Weil sie mir überlegt, was hat der Ottmar Hitzfeld mit Bayern München gemacht die letzten zwei, drei Saisons? Er war eben nicht unbedingt dafür gestanden, Offensivspektakel, Hauruck. Ich meine, in der Zeit, in der er Meister geworden ist mit Bayern, da waren sie auch überragend. Es war vielleicht wieder eine andere Zeit. Also, er ist sehr ein moderner Trainer, der einfach der Zeit das gibt, was eigentlich benötigt wird. Und sich
können handeln mit Effenberg, Kahn. Das braucht schon auch eine grosse Persönlichkeit, dass er die Spieler auch in die richtigen Bahnen bringt. Und das hat er überragend gemacht. Und jetzt kommt ein neuer, versucht in die Fußstapfen von Otmar Hitzfeld zu treten. Petkovic kommt. George Clooney übernimmt die Schweizer Nazi. So kann man so sagen. Christoph Speicher, was ist das für ein Mann, der jetzt unsere Nationalmannschaft übernehmen wird? Was wird er für einen Stempel aufdrücken? Ja, er ist sicher vor Ort, wie er Ladler Fußballspiele ein bisschen anders. Er ist aus meiner Sicht ein offensiver Trainer. Wobei ich jetzt bei ihm auch nicht weiss. Ich hatte ihn bei IB gehabt, aber er war in Italien, war in der Türkei. Er hat sich sicher auch verändert, hat viele Eindrücke gehabt. Und, aber vom Denken her denke ich, dass er eher auch, ja, vielleicht das, was wir vorhin diskutiert haben, oder ein mutigerer Trainer ist, einer, der das Spektakel sucht. Seine Mannschaft, dass sie immer 3-4-3 wahrscheinlich. Ja, oder noch wilder. Ja. Aber das ist eben genau interessant. Du hat sich die Innenverteidiger-Problematik vielleicht ein bisschen. Genau. Du sagst, eben, du hast unter ihm dürfen spielen. Hat er aus dir das Maximum rausholen? Fangfrage. Ja, komm, jetzt ist er immer aktiv, jetzt dürfen. Nein, ja, er ist schon einer, der sehr viel probiert zu spüren, wie die Spiele funktionieren. Und jeder hat seine Qualität, aber ich denke, er ist einfach im Vergleich reinfußballerisch gesehen sicher ein offensiv denkender Trainer. Und da muss man sicher auch berücksichtigen, ein Nationaltrainer ist eine andere Aufgabe wie der Clubtrainer, weil Nationaltrainer, da hast du die Spieler manchmal noch 5-6 Tage und da musst du sie eigentlich von deinen Ideen begeistern. Mhm. Aber ich denke, das hat man auch gemerkt am Muttmar, was der Marcel Reif gesagt hat. Er hat dann das Gespür gehabt, jetzt muss ich halt vielleicht mal eine andere Idee wiederbringen. Und das ist auch ganz wichtig in der Nationalmannschaft. Wir haben die Userinnen von Sport.ch und unsere Zuschauerinnen und Zuschauer gefragt, was glaubt ihr, hat Otmar Hitzfeld einen guten Job gemacht? Und 43% sagen «Merci vielmals», «Vielen Dank», knapp 30% sagen «Er war Gottmar». Und ja, 4% miserabel, das endlich. Das sind die paar Ausrutscher, die sie wahrscheinlich immer wieder geht nach einer durchzechten Nacht. Mehr nicht. Gut. Ja. Wir machen natürlich noch ein Selfie, weil ich auf diesem Weg sagen, Martin Andermatt, einen guten Saisonstart und gute Danke, Vorbereitung mit Zug. Der Wurscherspeicher hat noch ein bisschen Ferien. Am 1. August geht es los mit einem knallharten Büroalltag. Nein, nicht. Du tust Talente betreuen bei IB, bist weiterhin im Club eingebunden. Und tust, also, wir fahren dann auch sonst mal fürs Training. alles Gute. So, also, das ist ja fast das Geburtstags-Selfie. Ich nehme jetzt einfach mal ein Biss. So. So. Ist gut. Genau. Das ist wirklich gut. Sehr schön. Danke vielmals. Sehr, sehr gut. Also, euch allen alles Gute, wo ihr in Zukunft werdet brauchen, wo schon singen wir dir. Das hat mir noch nie ein Studiogast Happy Birthday gesungen. Ja, wenn die Kamera aus ist, dann singen wir. Also, gut. Wir müssen schon mal anstimmen. Gut, bis nächsten Mittwoch. Bis nächsten Mittwoch. Macht's gut mit vollem Mund. 3, 2, 1. Happy Birthday to you. Happy Birthday to you. Happy Birthday, Jung and Oldie. Happy Birthday to you. The Sports Show on Sportle HD, presented by Samsung Galaxy S5.